take you where you've never been. Swear I won't break your heart and I won't let you down. So. Keine Ahnung, Heidi. Ich denke mal schon, dass einer kommen wird, aber. Aber genau kann ich das dir nicht sagen, ob einer kommen wird und wann oder wie. Also Last of Us Part 3 wird safe ein bisschen dauern. Ganz sicher. Ach so. Ja, das ist auch erst ganz frisch, ne? Whaledale Village. Einen wunderschönen guten Abend euch allen. Hey Anja. Hey Sarah. Hey Goshi. Schön, dass ihr da seid. So. Wir craften erstmal das letzte bisschen, was uns noch fehlt. Ich finde dieses Symbol so komisch. Also uns fehlen noch drei rosa Stoff fehlen uns. Das Update ist ganz nice eigentlich, ja. So, hi, the idiot. Hi, Celie und Ali. Deine Eltern überreden kannst, Starcoins zu kaufen. Sag einfach, Mama, Papa, kauft mir Starcoins. Sonst bleibe ich für immer hier wohnen und ihr habt nie mehr Ruhe. Ja. So. Und wir bauen die Mütze. Finally haben wir alle Mützen fertig, ey. Es war echt viel Flachs. Wirklich viel Flachs. Also, huffala. So, next round. Hi Amme, hi Lysiandra. So, next round. Ei, 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 was für eine Überraschung. Jetzt soll man nach Tobi schauen. Ja, wir sind jetzt schon für 5. Wenn wir Farah hinläuft, müssen wir eigentlich nach da oben laufen, oder? Bei uns ist gerade eine Prozession. Also eine. Huti, Huti. Was ist denn los? Keuch. Chip, chip. Ein Baby-Tobi. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und es gibt genug Mäuse für 2? Mein Gott. Ja, natürlich. Der Tobi will direkt sein Baby abgeben hier. Was bist du denn für eine, Farah? Mein Baby. Oh mein Gott. Ah! Tobi ist ein Girl, ja. Ansonsten wäre es komisch, wenn er Babys bekommt. Moment, ich muss kurz was machen in der Playlist.
So, jetzt können wir nicht was Neues craften. Und zwar haben wir Gamaschen. Die brauchen Jute. Fünf Stoff. Ja, seid ihr denn narrisch, ey. Also, wir brauchen 10 Flachs pro Stück. Wie das Farbset von Fabi, meinst du das? Oh mein Gott. Also, wir brauchen... Oh, wir brauchen also jetzt jede Menge. 10 Flachs brauchen wir jetzt jedes Mal pro Stück, ey. Wieso bauen denn die Gamaschen, die ja wohl das kleinste sind, wieso brauchen die denn so viel Farbe? Das macht ja nix Sinn. Ja, wir gehen wieder farmen. Das heißt, wir brauchen mal 30 Blumen davon. Boah. Ich habe mich jetzt gerade erst neu auf dem Server eingeloggt. Kann sein, wenn es Pech ist, dass ich jetzt erst noch ein bisschen warten muss, bevor der erste Spawn ist. Also. Ah, ne, sind schon ein paar da. Ja, Moos und bla habe ich. Warte mal kurz, die Musik ist echt leise. So. Ja, Mai. Müssen wir da wieder ein wenig farmen. Ist die Camilla hier schon da? Aber Camilla haben wir noch nie wirklich gebraucht. Ja, Camille ist da. Aber nur die eine? Wieso ist immer die eine nur da erst? Ach so, das Farbset. Ach so. Von der Quest das Farbset. Ach so, ja, das stellst du einfach am Tisch her, wie bei dem Seil und allem anderen auch. Ja, Goshi Farm, das wird jetzt doch unangenehm, weil anscheinend werden es jetzt immer mehr Farben, die wir brauchen. Weil die Gamaschen jetzt schon 5 Farben brauchen. Und 5 ist ja jetzt schon. Uff. Ist die Musik eigentlich so zu laut oder passt die so bei euch? Eigentlich brauchen wir halt wirklich gar nichts, außer Flachs halt, ne? Oh. Wieso braucht man immer so viel Flachs? Guck mal, wir haben von allem haben wir halt richtig viel, aber nicht von Flachs. Ah. Die und ihr Flachs, ey. Ah. Wir brauchen halt jetzt echt 10 Flachs pro Stück. Also brauchen wir halt 30 Flachs. Das ist schon sau viel, ey. Oh Gott, wenn wir beim Sattel 30 Stoff brauchen, ey, dann breche ich ab. Schön flachsen. Oh Gott. Ja, ich hab halt so ein paar Stellen, wo ich halt immer Flachs habe eigentlich. Also wo man sagen kann, okay, da kriegst du halt so deine Flachsrunde so ein bisschen hin, aber es ist halt trotzdem, ist es halt echt viel. Ja, ich habe ja auch viel Flachs, aber du brauchst ja von Flachs auch Faktor 10. Ey, wenn du von Flachs brauchst du 11, von den anderen Sachen 3 oder so pro Herstellen. Also das ist überhaupt kein Vergleich. Du kannst Flachs super viel finden, aber du brauchst halt auch eine Tonne davon. Also nur wenn du alles herstellst natürlich und nichts herstellst, dann hast du natürlich ohne Ende Flachs am Ende. Ne? Aber alleine für die Mützen brauchtest du pro Mütze brauchtest du 11 Flachs.
11. Und 3 von was anderem. Also 11 kontra 3. Der Sattel dürfte ja eigentlich gar keinen Stoff brauchen. Der Sattel braucht halt Leder. Er ist schon heftig, ey. Müssen wir mal gucken, was wir noch so finden. Also, Flachs abgeben würde ich keinem empfehlen. Also, ihr könnt jeden Tag gerne sowas abgeben wie Jute oder Kamille. Sowas würde ich sogar immer sagen, ja, gebt das bloß ab am Tag einmal. Solange es halt nur 10 kostet. Wenn es 20 kostet, würde ich es nicht mehr abgeben. Aber solange es 10 kostet, könnte ich das super helfen, hilfreich finde, mal abzugeben. Ja, also Flachs abgeben ist halt immer das Problem. Es ist halt das, was du am allermeisten brauchst. Bei jedem Herstellen. Also es gibt keine Sache bisher, die ich herstellen musste, die nicht Flachs benötigt hat. Weil halt alles, was halt farbig ist, braucht halt Flachs. Natürlich diese Aufträge, die brauchen großteils kein Flachs. Aber das ist ja auch kein Verhältnis, was du da... Oh, ja. So, jetzt reiten wir zum Nilmas Hochland. Beim Nilmas Hochland holen wir unsere eine Farbe Röt oder Goldmelisse, glaube ich, war es. Ich habe keine Ahnung genau. Dann gehen wir Druidenkoppel. Ja. Ja, Goldmelisse war's. Dann jetzt Druidenkoppel. Mein Name steht im Titel, Karotten. Also so. Stufe 5. Okay, hier ist anscheinend noch nichts gespawnt. Da vorne ist noch ein Moos. Hier. Nope, ist nicht da. Dann ist das Moos hier. Dann reiten wir jetzt nach Vailedale. Die Aufgabe hat keine begrenzte Zeit, genau. Die ist so lange da, wie ihr Bock habt. Die ist so lange da, wie ihr da seid. Wow! Dann checken wir jetzt mal, ob da hinten die Jute da ist. Dann reiten wir jetzt den Berg hoch und davor zum See. Ja, die haben quasi die bestehende Pharah-Sache jetzt ersetzt durch das hier. Aber beim Runerunner Mähne und Schweif ändern kann, das kann ich dir nicht sagen. Ich hab den noch nicht. So, jetzt gucken wir mal an, ob hier vorne das eine rechts ist. Yep, ist da. Okay, also scheint es die Runde da. Die Jute-Runde.
Muss man alle Sachen herstellen? Nö. Aber das beschleunigt. Sachen herstellen beschleunigt das Ganze extrem. Also ich wäre jetzt erst Stufe 3 maximal. Ich habe eher noch Stufe 2, wenn ich nichts herstellen würde. Komisch war es jetzt nur das eine da. Ja, bei mir ist es kühl, aber bei mir ist es außen um die 30 Grad. Aber meine Wohnung ist ein altes Gemäuer, also meine Wohnung hat sehr, sehr dicke Steine, die heizen sich fast gar nicht auf. Also bei mir in der Wohnung ist es eigentlich immer recht kühl, außer es ist sehr, sehr lange warm, dann heizt sich auch meine Wohnung auf. Aber außen könnte ich nicht mit dem Pulli sitzen, aber hier drin. Heute Morgen kam schon HLT-Pepe. Hara bleibt für immer, ja. Aber wir machen jetzt hier die Runde. Dann gehen wir runter zu Oberla. Hey Tasty. Dann gehen wir runter zu, also wir gehen, reiten jetzt hier hoch, dann zum Trailritt hoch. Und wenn das noch nicht da ist, dann gehen wir zur Starshine Ranch. Er ist noch nicht da, das Zeug hier, da können wir also direkt runterhalten. Er ist alles noch nicht so gespawnt gerade scheinbar. Kann man ja auch machen, man kann sich da echt gut Zeit lassen bei der Sache, Tasty. Könnte hier noch einer sein? Ja. Voilà. Ja, aber es versucht deine Eltern zu überzeugen mit dem Doppel-Star-Coins, dass es einfach sinnig ist, die zu holen, weil es einfach vom Angebot her sehr preiswert ist zu dem Zeitpunkt. Wie kannst du die Route auswendig merken? Einfach andauernd reiten. Ich bin die so oft jetzt schon geritten, irgendwann kannst du die blind. Also bildlich gesprochen blind. Es ist wirklich einfach krass, also wie schnell man... Der Mensch ist einfach ein Gewohnheitstier, weißt du, du gewöhnst dir extrem schnell eine Route an. Also wenn du den Weg reitest, das ist super easy für einen Menschen, sich dann so... Wenn du ein paar Mal diese Route geritten bist, dann hast du die Sau... Hey, was war das denn gerade jetzt nach unten geploppt? Naja, die Karte brauche ich dann nicht mehr dafür. Dafür habe ich die so oft schon geritten. Hami heißt es, man bekommt... Wenn du Klamotten herstellst, bekommst du das Vierfache an Ruf ungefähr. Als wenn du... Du kriegst 100, wenn du was herstellst. Und wenn du was abgibst, kriegst du so... 300, 400. Ja. Das Herstellen bringt dir viel, aber nur das erstmalige Herstellen, weil guck, bei den Bosals zum Beispiel, die kannst du immer wieder herstellen, warum auch immer, aber nur beim erstmaligen, nur wenn das Herstellen gelb ist, also als gelbes Symbol da ist, dann bekommst du was.
Wobei ist die Kuh? Viel Spaß. Nein. Nein. Warum seid ihr denn so spungos, ey? Ah. Ja, genau. Komm mal rüber auf mich zu, du Kuh. Was ist denn mit euch falsch? Alter! Ihr müsst mir übrigens nicht hinterherlaufen, ich eiere nicht absichtlich. Weißt du was, cool, du kannst mich. Ich bin jetzt nacheinander rein. Wir bringen die nacheinander rein, das ist mir schneller. Du olle Kuh, ey. Jetzt reicht's mir aber hier. Ja, also wenn man mehrere von diesen Führungstieren hat, das ist schon sehr unangenehm immer. Nee, du musst die Sachen immer craften bei Farrah. Also, wenn du dieses neue Set haben willst, dann musst du es herstellen, ja. Das ist auch gut, dann ist mein Minecraft auf. Naja. Hey, cool, Buddy. Sag mal, auf Mara habe ich auch, ja. Aber habe ich noch nicht gespielt. Ich habe es mir aber schon mal geholt. Will ich, denke ich, mal auch die Tage irgendwann mal spielen. Ich habe hier Summer in Mara, oder? Bei mir ist es, glaube ich, aktuell so um die 30 Grad, ja. Krass, Pepe. D
Disco! Ich war einfach in Schweden, Johanna, und habe dann die Nummern von denen bekommen. Deswegen habe ich mehr Kontakt mit SSO. Hi, Dark Hunter. Ja, River Blues, das ist immer abwechselnd. Hi übrigens. Das heißt, wenn Stufe 5 ist Gamaschen, Stufe 6 ist wieder outfit-technisch was vom Spieler, dann wird Stufe 7 Satteldecke oder Sattel sein. Ich habe SSO schaut nur Fanvideos, wenn sie mit irgendwas zu tun haben, worauf sie teilweise reagieren müssen. Meinst du Satteltasche? Ja, kann auch sein, aber auf jeden Fall irgendwas vom Pferd halt. Du kannst auch Stufe aufsteigen ohne das Herstellen der Klamotten, dann dauert es aber ein bisschen. Das Event ist für immer da. Sarkons habe ich noch 8200. Ja, ich mache das Champi jetzt gleich, deswegen bin ich auch hier. In Stufe 3 kriegst du das nicht, das Bosa, du kannst das dir dann herstellen. Kommt die Pflanze jeden Tag neu? Nee, alle halbe Stunde ungefähr. Alle halbe bis Stunde, je nachdem, wann du hingekommen bist. Stufe 2 komme ich aber bei anderen zwei Werkbänke noch nicht. Einfach das Herstellen, die Mützen. Mützen herstellen oder Sachen abgeben, von denen du viel hast. Safety. Viel Spaß, Ali. What do you mean, Mary? Kann man eigentlich das Spiel spielen, was so neu rauskommt? Habe ich eigentlich in der ersten Folge erklärt, aber ich glaube, ich zeige das dann nochmal. Beim nächsten Mal. Ich glaube, da mache ich morgen nochmal eine Folge drüber, weil das ein bisschen wenig verstanden wurde, glaube ich. Hi Sophie. Als erstes kommt jetzt der weiße Tinker in die App, Lotta, haben sie gesagt.
Hi Alex. Hi Lura. Demnächst kommt wieder eins mit Nadja und ein paar anderen. Das Mai am 11. Ich weiß, als nächstes kommt, es könnte mal Mavari sein. Nee, ich denke mal, dass zuerst, ich sag immer GW. Lena. Immer. Wie wird man immer eine Stufe höher? Du musst Sachen herstellen oder die Daily Quests machen, Anna. Also generell immer was herstellen, also entweder die Daily Quests oder die anderen Sachen. Welche Pferde du kaufen könntest? Was sagst du zu den EVs? Ich weiß auch nicht genau, warum sie so lange brauchen mit den Pferden in die Apps rein. Weiß ich nicht. Ich nehme mit OBS auf, aber das macht, glaube ich, so gut wie jeder. Hi, Liv. Ja, OBS ist halt das Beste, was du haben kannst, von den Einstellungen her und alles. Also ist halt super einfach. Erst Doppelstar kurz Wochenende, ja. Hi Leila. Lea. Ob nach dem Tinker der Fuchs in EV. Ja, muss ja, ne? Oder? Was würde noch was anderes anstehen? OBS zu kompliziert? Nö, das musst du dir einmal kurz was angeschaut haben, dann ist es eigentlich easy peasy. Starcoins gekauft, jetzt nicht am Doppel Starcoins, aber davor. Lena, zum zweiten Mal, was sag ich immer? Irgendwie war's immer. Was soll ich nicht ignorieren? Fragt mich doch einfach die Sachen, die ihr wissen wollt. Ich einfach immer, ob ihr mich was fragen dürft. Das zögert sich super die Länge, wenn ihr mich immer fragt, ob ihr mich was fragen dürft. Fragt doch einfach. Hey Julia. Herr Kott ist bei den Anglern. Herr Kott ist bei Moorland bei den Anglern. Also hier so. Nee, da. Da. Da bei den Anglern. Und Jonas ist auf der Rettungsrange, also bei Südhof Rettungsrange, bei den Händlern, bei den Shops da. Eine Frage, findest du die Blumen sammeln gut oder... Ja, also ich find's gut, aber ich find's blöd, dass man so viel Flachs braucht. Nee, mach ich nicht, Alicia. Erst warten wir gerade aufs Champion, danach suchen wir Blumen weiter. Es gibt aktuell keine Codes, die Starcoins bringen. Aktuell nicht. ...2-0. Nice, Emma. Man darf mir immer auf Insta schreiben. Ich kann nicht hundertprozentig garantieren mit dem Antworten, aber so gut ich kann, gehe ich auf die Sachen immer ein. Gerne, Nicolette. Hi, Lucy Lori. Also ich habe halt von jedem
Ich habe halt von meistens viel außerhalb von Flachs halt, ne? Flachs braucht man zu viel. Also ich finde einfach, Flachs brauchst du für jedes Item wirklich viel. Das hätten sie echt ein bisschen ändern können, dass du halt nicht so viel Flachs brauchst, finde ich. Aber, weil im Endeffekt wird das jetzt jedes Level Up wird das mehr. Eigentlich suchst du gar nichts außer Flachs. Weil alles, was nicht Flachs ist, findest du sowieso bei der Flachs-Suche. Eigentlich renne ich nur die Flachs-Punkte ab. Und unterwegs sammle ich ein, was ich finde. Und ich habe mehr von allem als von Flachs, ey. Das ist so... Nee, mach ich nicht, Pepe. Discord nutze ich rein geschäftlich. Und da will ich nicht, dass ich da auch noch... ich antworte auf Instagram, auf die ganzen Sachen. Ich antworte hier so gut ich kann. Ich antworte auf Facebook teilweise so gut ich kann. Auch bei den Mails antworte ich so gut ich kann. Aber ey, auf Discord will ich nicht auch noch mit Nachrichten bombardiert werde. Und auf Discord kriege ich auch permanent, wenn ich dort Freundesanfragen annehme. Ich habe immer wieder Anrufe bekommen, in einer Tour und das in Streams, in Aufnahmen. Das war den Leuten völlig egal. Die haben mich bombardiert mit Anrufen. Und deswegen kann ich das nicht mehr machen. Das ist einfach zu viel. Ich heiße Fabi Sepp auf Insta. Heute ist übrigens Chai-Tee mal wieder. Ayla und Umbra können tatsächlich nächste Woche schon wieder reinkommen. Die machen momentan eine Umfrage und wenn Ayla und Umbra gewinnt, kommt Ayla und Umbra rein. Ich habe keine Karte für Flachs, aber ich habe eine generelle Karte gemacht. Das ist das letzte Video von mir, Sarah, dazu. Aber generell kann ich dir sagen, wo findest du viel Flachs? Hier. 1, 2, 3, 4, 5. Hier. Hier ist viel Flachs. Ein Flachs findest du hier, bei den vergessenen Feldern. Ein Flachs da. Zwei Flachs hier. Hier jeweils. Da ein Flachs. Und hier Flachs. Eins, zwei. Mindestens die zwei hier. Meine Route sieht immer so aus. Everwind-Felder. Bis Nilmers Hochland. Nilmers Hochland, Transporter. Hier, den Kringel. Südhof-Kringel. Und während diese drei Sachen spawnen, mache ich die Jute-Route. Hier sind fünf Jute. Mache ich hier die Jute-Route in der Zeit. Dann hier oben noch die Runde. Und danach Grüntal. Und hier sind zweimal Kamille, die ich immer mitnehme auf dem Weg. Das ist sozusagen so meine Route immer, die ich mal mache. Die Umfrage bezüglich Ada auf Insta, ja genau. Auf Insta hat Starstable eine Umfrage dazu gemacht. Da könnt ihr euch aussuchen, welches Urfeld ihr haben wollt. Dankeschön, Anouk. Also ich bitte euch, erwartet jetzt nicht, dass ich die krassen Nachrichten im Star Stable antworte. Ich habe genügend Probleme, auf die Chats einzugehen. Wenn ich dann auch noch schreiben würde, komme ich gar nicht mehr hinterher. Deswegen bitte ich euch, wenn ihr mir Fragen stellt, ich beantworte alle so gut ich kann. Aber ich spreche die Antworten. Ich mache das Champi, genau. Heute noch ein Stream? Nee, heute nicht. Wenn die das Kirschblüten-Uri reinmachen, wäre ich sauer. Und morgen kommt, glaube ich, dann SpongeBob, das neue Spiel, als Stream. Anstelle von Last of Us kommt morgen SpongeBob, Rehydrated. Wizard of Oman kenne ich, ist aber nicht so meins. Aber ich esse tatsächlich sehr wenig Nutella. Ich mag Erdnussbutter mit Marmelade sehr gerne. Wie geht's dir, Hani und Nani? Mir geht's gut. Den Wauzis. Auch. Naja, sie haben beim Kirschblüten-Uri ganz klar gesagt, das Pferd wird nicht wiederkommen. Ihr müsst es jetzt kaufen oder ihr werdet nie wieder die Chance haben. Und deswegen haben sich viele Leute das Kirschblütenpferd gekauft, weil sie gesagt haben, scheiße, ich habe keine Zeit, ich muss das jetzt kaufen.
Und wenn sie das jetzt wieder reinbringen, dann hätten sie gelogen. Und deswegen wäre ich sauer. Ich bin 5 und ein Drittel oder so, Just Lissy. Hani und Nani sind 8. 8. Nee, deswegen wäre ich einfach sauer, weil es geht einfach nicht, dass Star Stable dann quasi ein Kaufkriterium gibt und das dann zurückzieht. Wisst ihr, was ich meine? Also wenn Star Stable sagt, ey, ihr müsst euch das Pferd jetzt kaufen, danach ist es weg und dann bringt sie es wieder. Stellt euch mal vor in der Realität. Es kommt jemand und sagt, ey, diese Hose hier, super, super limitiert. Dann kauft ihr sie euch und in der nächsten Woche seht ihr sie wieder da hängen. Wäre auch scheiße, oder? Also ich glaube, da wäre jeder sauer. Boah, ich habe mir vorgestern Chucks gekauft. Tommy Chucks. Voll nice, ja. Weil die waren super reduziert. Die waren richtig krass reduziert. Und ich habe noch ein paar in meiner Größe bekommen, ey. Voll heftig, ey. Müssten morgen kommen. Boah, wollt ihr mal sehen? Ich zeig euch mal ein Bild, wenn ihr mögt. Zeig euch mal. Moment, ich zeig die euch kurz mal. Was ist mein Bildschirm da? Hä? Ah ja, hier. Da, die hier. Die habe ich mir geholt. Fand ich nice. Ich finde die geil. Ey, und die sind auf 40 Euro reduziert. Von 100. Von 100 auf 40 Euro reduziert, ey. Das ist voll krass, ey. Das ist super Preis, ey. Ich hab schon Chucks, aber wo sind die denn? Die sind draußen, glaube ich, noch. Welches Uri hätte ich am liebsten? Naja, ist das einzige Uri, was mir noch fehlt, ist das Kirschblüten-Uri, ne? Ja, es kommt das Pferd, was sich die meisten wünschen, Liv. Hi, Christina. Wenn sich die meisten Leute Telina und Campos wünschen, kommt Telina und Campos, ne? Mal schauen, was wir heute mal reiten. Ey, seit langem mal wieder ein Chumpy von mir. Mit voller Ausrüstung. Ich reite jetzt zum ersten Mal mit voller Ausrüstung. Danke für die ganz netten Worte. Vielen lieben Dank. Dankeschön, Nicolette. Ich mag die auch echt gerne. Das sind meine ersten ganz weißen Schuhe. Da habe ich wahrscheinlich Schiss, dass ich die dreckig mache. Ich habe noch nicht abgestimmt. Nee. Ich habe nur vorhin gesehen, dass sie die Umfrage gemacht haben, aber das haben wir noch nicht abgestimmt. Nein, nein. Bitte nur einmal craften die Sachen. Wenn ihr jetzt ein zweites Mal dasselbe craftet, gibt es keine EP mehr. Nur solange die gelb sind. Also, solange es ein einmalig Ding ist. Ah, Christina, danke. Ich glaube, ich verstehe die Umfrage falsch. Wieso? Die haben geschrieben, welches wünscht ihr euch? Und sagen kurz davor, dass sie die Uris reinbringen. Ich denke, dass sie dann mal danach entscheiden, welches sie wieder reinbringen. Was meinst du, ich verstehe das falsch, Rapper Blues? Klär mich auf. Oh. Ich muss erstmal kurz mich wieder einloggen. So, auf geht's. Mal gucken, ob ich was reißen kann. Ja, ich werde dich schon mal anziehen, Michelle. Es
Jetzt kann ich mal zeigen, was ich reißen kann, ey. Auf geht's! Anspannung. Dankeschön für die Glückwünsche, aber jetzt geht's ab hier. Ist Ali gar nicht in meine Gruppe gekommen? War Ali nicht gerade noch hier? Lol, das erste Mal, dass Ali nicht in meine Gruppe gekommen ist, oder wie? Ali Ruby. Ja, zukünftige GFU sind schon gemeint, aber Mittwoch war der... Ja, meinst du, aber es ist nicht jedes... Ja, die ganz Alten, meinst du? Meinst du nicht, dass sie vielleicht überlegen, welche sie noch dazu packen? Also, ich bin mir nicht 100%... Ich dachte auch erst, dass die ganz Alten kamen. Dann kam diese Umfrage und dann wurde ich ein bisschen skeptisch. Ich kann mich irren, komplett. Aber... Mal gucken, okay, gleich. Ich habe nicht mein perfektes Set an, aber... Das war Fail. Ah, scheiße. Ich hab die aus... Boah, war das knapp. Ich habe die längste Route genommen. Ärgerlich. Oh no. Nein, ich bin angestoßen leicht. Fuck, ich kann nicht mehr ran. Ah, super ärgerlich. Ey, ich hätte gerne die Sekundenzeit am Ende gesehen mal. Das wäre nämlich super knapp wahrscheinlich. Ja, aber 4 bringt nichts, weil ich damit dasselbe bekomme wie für den letzten. Also für Geld verdienen ist Vierter egal. Nur die ersten 3 geben eine Schleife. Ja, natürlich. Man kann es halt so oder so sehen, River Blues. Ruby, Theresa. Hä, warum ist mein Handy angegangen? Marguerite, Anouk, Nicolette, Lena, Jenny, Alessia, Liz, Carla, Penelope, Wilder, Evelyn, Alexander und Isabel. Die Umfrage, die gerade auf Instagram ist. Ja, ich bin, ich habe nicht das perfekte Chumpy-Set an. Du kannst, an ein paar Ausrüstungen kannst du dir Disziplin hochpowern. Also ich hab ein Agi-Set. Für Chumpy wäre Disziplin-Set am besten, weil Disziplin heißt, du startest schneller. Und Disziplin ist einfach für die Beschleunigung gut. Deswegen wäre Disziplin hier besser gewesen. Aber das hätte... Vielleicht hätte es mir einen Platz gebracht. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ist jetzt auch egal im Nachhinein. Wir gehen jetzt Grüntal. Also Goldspurfarm. Liebe Grüße, Brokkoli.
Loots sind aktuell noch nicht aktiviert, Hannah, weil weil momentan das Nachrichtenschreiben irgendwie noch nicht funktioniert. Diese Standardnachricht, die durchrattert, die kommt schon, aber das war's auch schon. Zum Beispiel hier ist auch noch ein Flachs, wenn ihr durchs Grüntal durchkommt. Ganz am Ende ist noch ein Flachs. Müsst ihr einfach nur durchs Grüntal so die ganzen Sachen sammeln. Im Grüntal gibt es zum Beispiel recht viel Moos und so. Das Einzige, was wichtig ist für mich hier im Grüntal, ist halt das Flachs am Ende. Hier unten ist halt nochmal meistens Flachs. Hier so. Hier. Ja. Und jetzt gucken wir, wo war ich denn am Anfang? Wir haben 7, wir brauchen aber 10. Okay, dann laufen wir nochmal hier die Runde. Hier ist nochmal 2. Bei dir stürmt das heftig, bei mir gar nicht. Animal Crossing kommt jetzt demnächst wieder, weil ich jetzt wieder die Switch anschließe. Ich hatte die letzten Tage einfach immer die PlayStation an und ich wollte ehrlich gesagt nicht permanent wechseln, die Konsole. Jetzt schalte ich die Switch an, jetzt spiele ich wieder Animal Crossing und die Switch-Games, also SpongeBob zum Beispiel auch dann ab demnächst. Also die alten sind auf jeden Fall am Mittwoch drin. Die Alten sind auf jeden Fall am Mittwoch dabei. Ich denke eher, dass sie jetzt sowas machen wie, welche Uris möchten wir noch? Vielleicht packen sie sie dazu. Werden wir sehen. AOs ist für mich nicht, nee. Das ist nicht so das, was ich gerne spiele. Ich spiele lieber Mario Kart. Weil ich einfach sowas gerne mit dem Joypad spiele. Ja, mal schauen. Also ich mache da jetzt auch nicht so ein Terz draus, wenn ich jetzt falsch liege. Aber, ach, ich kann ja hier nicht springen, stimmt ja. Hi, Ivo. Das Wetter, wie wir gerade haben, warm, sonnig, blauer Himmel. Ja. Danke, Alessia. Da haben mir auch noch ein paar mit beigeholfen bei der Karte. Einfach nur Punkte genannt, wo sie was gesehen haben. Ich weiß, dass da noch ein paar Dinge auf der Karte fehlen. Das ist nicht hundertprozentig alles, aber die hat schon mehrere Stunden gedauert, die Karte. Und wenn ja noch der ein oder andere Punkt fehlt, ja, die grobe Region stimmt bei den meisten Sachen da. Aber irgendwann war es dann auch mal so, da war man dann ziemlich durch. Das war schon bis mitten in der Nacht irgendwann, die Karte. Hey Alice, mir geht es gut. Hi Hero, I'm Emily. Danke, Pepe. Ah, was ist denn die zweite? Mano, ich brauche Flachs. Ha, hä? Das sah aber auch nicht aus wie Flachs. Hier, kleiner Tipp zum Abkürzen. Ah. Oh. Knäpplich. Ja, guck mal da. Normalerweise. Eieiei.
Droidenkoppel. Hallo. Danke, Alessia. Dankeschön. Also, das seht, guckt mal, wenn ich, ihr seht meine Route. Und ihr seht, was ich so auf der Route alles finde. Und deswegen meine ich halt auch, scheißt komplett auf die anderen Sachen. Sucht hauptsächlich Flachs. Den anderen Kram findet ihr super entspannt nebenbei. Ihr seht es ja selber. Also ich finde, alles, was ich noch so brauche, finde ich hier nebenbei. Man kann jeden Tag 10, 20 und danach 30 abgeben. Also die 10 kann ich euch empfehlen. Gebt die 10 ab, aber gebt nicht mehr ab als 10 an einem Tag. Das bereut ihr, weil 20 ist schon heftig. Vor allem für 50 Erfahrungspunkte nur 20. Südhof habe ich auch... Ich war eben in Südhof und habe 2 Flachs gefunden. Ich finde irgendwie in Südhof nur safe 2 Flachs. Mehr finde ich in Südhof irgendwie nicht. Warum sie das mit den Ausrufzeichen rausgenommen haben, habe ich keine Antwort drauf bekommen. Habe ich auch mal gefragt. I don't know. 8 haben wir, 2 brauchen wir noch. Also hier vorne sind ungefähr 3 oder 4 noch. Ich guck mal, ob ich die finde. Hey, Jojolina. Wenn man die Mütze herstellt, wie viel bringt das? Ungefähr so ein Drittel Level. Je nachdem, ob du schon auf einer höheren Stufe bist. Je höher du kommst, desto mehr brauchst du, habe ich das Gefühl. Und am Anfang, wenn du die Mützen bekommst, kriegst du fast ein halbes Level dafür. 2 Mützen, dann fehlt dir nur noch 100. Also wenn du Stufe 2 bist und 2 Mützen herstellst, kriegst du dann direkt nochmal das nächste Level schon. Ja, habe ich auch gesehen, Leonie. Also... die Leute waren schon extrem... Ich finde es sowieso generell... Also die Leute freuen sich eher, dass es kommt, als dass jetzt so ein bisschen was Negatives kam zu den Doppel-Star-Coins. Ich finde, dass sie da schon mal so ein bisschen mehr drauf eingehen sollten. Ich finde, Star Stable schweigt sehr, sehr viel tot. Das sollten sie mal nicht mehr machen. Sie sollten wirklich ein bisschen mehr mit den Leuten reden. Steht irgendwie, wie viel Level man wofür bekommt. Nee, nicht wirklich. Also hier sammle ich übrigens immer meinen Flachs, also. Guck mal, wir haben jetzt schon 3 Flachs. Das ist schon eigentlich ziemlich gut. Ja, also. Ich finde, ich hoffe, dass die nächste Quest, die neue reinkommt, nicht eine Farm-Quest ist. Weil das hier, was wir hier machen, ist ja ganz klar eine Farm-Quest. Also wir machen immer und immer und immer wieder dasselbe, um dann am Ende unsere Belohnung zu bekommen. Also es wirkt so ein bisschen wie. Wir beschäftigen euch mal nett mit Sammelquests. Das ist ja okay, wenn es nicht immer so ist. Also wenn wir jetzt wirklich die nächste Quest wieder heißt, hey, Farrah hat jetzt 10 Trilliarden Blumen von uns bekommen. Ich glaube, wir sollten James helfen, 10 Trilliarden Steine zu finden. Also wenn es das heißt, aha, das hätte ich nicht so geil, das würde ich nicht so geil finden. Also, also ich würde mir halt wünschen, dass es mal neuere Richtungen kommen, die nicht gerade Sammelquests sind. Ja, Flachs ist hier eigentlich recht gut zu finden. Also hier oben ist auch nochmal ab und zu ein Flachs hier. Hier zwischen den Schafen, aber nee, gerade nicht. Aber das ist so, was ihr jetzt so erlebt, was ich jetzt so im Stream reite, das ist so meine Route. Damit kommst du eigentlich ganz gut durch. Und hab da sehr, das heißt sehr guten Erfolg, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Aber ich finde damit verhältnismäßig gut meine Sachen. Ich war gerade in Vorpinter. Hä, Pepe, du bist doch schon eine Weile dabei. Wir haben doch schon hier die ganze Zeit geredet. Wieso kommst du jetzt mit dem Grüßen? Hey, Sarah. Wie machst du das eigentlich? Also, wie levelst du so schnell? Hast du vielleicht irgendwelche Tipps? Meinst du Pferde ausleveln oder meinst du jetzt bei Farrah? Bei Farrah ist es ein reines Grinden. Also einfach immer wieder dasselbe.
Das Pferd hier, das ist ein Appaloosa. Also aktuell schnellstes Pferd. Den habe ich jetzt raus, weil ich aber damit ein bisschen schneller reite. Die Uris werden in 2 Wochen bleiben. Hey, Pink Bunny MSP. Kommt jeden Tag ein Livestream eigentlich ja. Ich will jetzt nicht sagen jeden Tag, weil mal irgendwas passieren kann, aber zu 99% kommt ein Livestream ja. Wenn wir jetzt hier reingehen, dann holen wir das nächste. Ich weiß nicht, ob die Jute-Runde schon da ist. Aber wir können mal die Jute-Runde anschauen, also Veildale See. Wir machen dann Stopp bei der Silverglade Ranch, wenn ihr das euch fragt. Wollen wir Stopp machen? Wir machen noch die Veildale See-Runde. Hey, Rabauke, Amelie. Das nächste Update sind die Urpferde wieder. Urpferde und Wolkenland. Dein EVB ist wirklich... Nein, ich hab heute... Ich kann es euch schon mal zeigen. Ich habe für morgen früh... Habe ich vorhin ein Video aufgenommen. Ich zeige euch das mal ganz kurz schon mal. Das Video kommt morgen in der Früh. Das habe ich vorhin aufgenommen. Also vorhin fertig gemacht, besser gesagt. Da habe ich den Test Appaloosa gegen altes EV, gegen neues EV. Also, falls ihr mir das nicht glaubt, welches Pferd wie schnell, das seht ihr dann. Ist das Wolkenland cool? Es kommt darauf an, was du unter cool verstehst. Also, ist halt so ein bisschen Super Mario World, ne? Warum ist man besser in der Muttersprache als in der... in der Fremdsprache als in der Muttersprache? Ist man das? Das wüsste ich aber. Warum sollte man in der Fremdsprache besser sein als in der Muttersprache? Hi, Mandy. Was halt Spaß macht und was gibt es da? Naja, es ist halt... im Endeffekt hast du viel so rumspringen, ein neues Rennen. Ja... Ich mache das halt jetzt auch schon das 3. oder das 4. Mal, von daher wird es halt langsam ein bisschen monoton, aber an sich war das schon ganz cool. Ja. Also das Wolkenland, kann ich euch sagen, ist im Endeffekt so ein Gebiet, was halt komplett überall nur Wolken hat. Ihr springt dort von Wolke zu Wolke immer so, habt ihr so ein bisschen so Bounce-Passagen, habt so eine Art Super Mario Rainbow Road Strecke als Rennen. Und ja, das war's im Endeffekt. Das ist das Wolkenland. Jetzt auch, oh mein Gott, auch nichts besonders krasses jetzt, aber halt mal ein paar neue Rennen. Mal wieder, also neue alte Rennen. Hey Pia. Ja, ist das Wolkenland. Naja, wir waren auch am Spekulieren, welche Urpferde kommen, aber auf jeden Fall haben sie ja gesagt, dass ein paar alte Modelle kommen. Aber das ist jetzt schwierig zu sagen, weil halt alte Modelle... sind eigentlich ja alle Urpferde, die nicht jetzt die letzten waren. Aber ich denke mal, dass sie mit alten Urpferden halt wirklich meinen, dass die, die wir schon hatten, also schon längere Zeit nicht hatten, drin waren. Das sind halt dann diese Generation 1 Uris. Und das Wolkenland wird dann auch wahrscheinlich wieder 2 Wochen bleiben. Ja, Drop wollte schwimmen gehen. Wir machen jetzt halt noch die Runde fertig. Und wenn wir die Runde fertig haben, dann stellen wir einmal die Gamaschen her. Aber ihr seht es ja, guckt mal hier, was ich halt an Sachen rausbekomme. Gerade Jute, Kamille und Moos bekommen wir wirklich viel. Sag jetzt habe ich 8244. Glitchen ist echt schlimm. Macht ziemlich viel kaputt im Spiel, deswegen macht das nicht.
Also ich werde auf jeden Fall wieder 10 abgeben von den Sachen, die ich noch offen habe. Also Kamille, Jute, Faberröt und Goldmelisse. Und Moos kann ich theoretisch auch noch abgeben. Ich bin 37. Ich mache sogar jeden Tag mehrmals die Blumenrunde, einfach nur, weil ich froh bin, was zu tun zu haben in Star Stable tatsächlich. Einfach, das ist so wirklich so, ich bin halt auch ein Grind-Spieler, also ich mag Sachen immer wieder zu machen. Also Routine reinzubekommen, besser darin zu werden, das ist so mein Ding. Moos brauchst du doch für... Nee, Moos brauchst du für fast gar nichts. Moos brauchst du halt... hast du für die Handschuhe hast du Moos gebraucht. Aber du findest ja auch überall Moos. Also Moos findest du auch wirklich viel. Jetzt ist hier nochmal eine Sache, ja. Jetzt noch die Runde um die Silverglade Ranch. Bekommt man tägliche Aufgaben? Ja, also auf der... Bei Farah hast du 3 tägliche Aufgaben, die bringen dir jeweils 100. Also solltest auch nicht immer... Wenn du Sachen abgibst von diesen Bonus-Sachen... Solltest du nicht immer alles auf Null runter machen. Das bereust du sonst am nächsten Tag, weil dann darfst du wieder suchen. Wenn dann die täglichen Aufgaben da sind. Ja, zum Beispiel, ich habe jetzt 11 Flachs und das Problem ist, wenn ich jetzt Flachs abgebe, dann habe ich wieder 0. Weil ich jetzt halt genau den Flachs brauchen werde. Komplett. Ich gehe immer ungern komplett auf Null, aber habe jetzt keine Wahl. Nach dem Angebot müsste eigentlich jetzt demnächst kommen, weil das ist meistens immer so eine Woche um Starcoins rum. Ah, nice, das habe ich doch gewartet. Nein! Nee, heute kommt nichts mehr auf Twitch. Ich mache morgen auch noch ein bisschen mehr, deswegen... Will ich heute mal noch ein bisschen früher Schluss machen. Ich finde einen Flachs für die Mützen. Ja, Flachs hatte ich gerade bei den Mützen, lernt man Flachs wirklich hassen, weil du brauchst ja 11 Flachs pro Mütze. Ne? Und dafür brauchst du halt jetzt bei den Gamaschen 10 Flachs pro Gamasche, ne? Mal gerade, ob ich noch Sachen abgeben kann. Also abgeben kann man ja immer, aber ich will nur 10er-Stacks abgeben. Also ich guck mal gerade. Ja, Flachs ist klar, aber Flachs kannst du mich mal. Das gebe ich auf keinen Fall ab. Faberröt ist auf 20, nein. Jute auf 20, nein. Goldmelisse, nein. Kamille auch nein. Ich glaube, Moos könnte ich noch abgeben, oder? Ja. Dann machen wir erstmal kurz das Herstellen. Danach gucken wir mal, wie die Moos. Wir wollen ja jetzt hier die Gamaschen herstellen. Also 5 lilaner Stoff. Hi, Joa. Ja, Achi macht sie. Ich finde halt, man sollte das... beschleunigen, dass man nicht immer diese lange Animation für einen Stoff hat.
Aber wir müssen jetzt 5-mal den Stoff herstellen. Jetzt stell dir mal vor, wir müssen am Ende 10-mal herstellen. Das ist halt künstlich lang irgendwie. Hi Jana. Doppelfabi ist weg. Ah! Passt, Runner von Abloser, passt doch gut. Moos brauchst du für die Handschuhe. Die Handschuhe brauchen 5 Moos. Jeweils pro Handschuhe. Das heißt, wenn du 15 Moos brauchst du also für alle Handschuhe. Und die eine Handschuhe braucht einen grünen Stoff, also brauchst du 18 Moos. Oder nee, warte mal, war es 4? Boah, das gab aber echt nicht mehr viel. Guck mal, ey. Das gab nur noch so viel. Das ist ja richtig runtergegangen, was wir da bekommen. Boah, das wird ewig dauern. Das wird wirklich lange dauern. Hier 5 grünen. Und 5 rosanen Stoff. Und Jute halt jedes Mal. Also... uff, das wird wirklich lange dauern. Was sagt ihr zu den Gamaschen? Ich weiß nicht, ob ich sie geil finde oder nicht so. Es wirkt irgendwie so ein bisschen so eine Mischung. Kann ich nicht genau sagen. Genau, das heißt, morgen machen wir dann weiter. Und ihr seht ja, dass wir von allem... morgen kann ich direkt wieder 10 von allem abgeben. Und... dadurch haben wir dann wieder 5x10, also wieder nochmal 50, 5x50, also 250 extra. Also wie ein Item extra herstellen nochmal. Das ist so der Plan eigentlich dahinter dann. Runewander finde ich ganz nice, werde ich auch bald haben, also nicht mehr so lange hin. Ich bin jetzt bei, mir fehlen noch 15.000, also mir fehlen ungefähr noch so 10, 11 Tage. Aber ich verabschiede mich jetzt für heute. Mache mich jetzt an mein Abendessen. Und wünsche euch einen wunderschönen Abend. Ja. Guten Abend noch, gute Nacht.